Die deutsche Segelflugmeisterschaft 2022 in der Club-, Standard- und 15-Meter-Klasse findet bereits seit dem 6. Juni in Zwickau statt. Morgen ist der letzte Tag. Für den Gastgeber, dem Aero-Club, ist dieser Wettkampf auch diesmal wieder etwas ganz Besonderes. 2022 sind die Zwickauer zum 10. Mal Ausrichter der Meisterschaft. Wie läuft sie ab? Die Piloten müssen sich qualifizieren, um an einer deutschen Meisterschaft teilnehmen. Das findet dann immer in dem Vorjahr statt. Und ja, in der letzten Zeit hatten wir ja Probleme mit der Corona. Es ist ausgefallen, die letzten zwei Meisterschaften. Und wir haben uns vorher schon beworben und haben den Zuschlag wieder bekommen. Und das zum 10. Mal. Die Teilnehmer kommen aus allen Bundesländern. Aus Sachsen kommt leider nur einer. Aber ansonsten die meisten kommen aus Baden-Württemberg. Dort gibt es ja die meisten Segelflieger. Aber in der Regel ist es bunt gewürfelt durch ganz Deutschland. Welches Bundesland stellt die besten Segelflieger? Ja, die Favoriten kann ich jetzt nicht genau sagen, aber gerade gestern hat der Thilo Hollighaus gewonnen. Das ist der Flugzeughersteller Champ Hirth, der Geschäftsführer. Und der kommt aus Baden-Württemberg, aus Kirchheim-Deck. Ja, mein Name ist Thilo Hollighaus. Ich komme aus Süddeutschland, von der Schwäbischen Alb. Bin schon mehrmals in Zwickau geflogen und freue mich immer wieder hier zurückkommen zu können. Ja, wie sind die Gegebenheiten hier? Ja, also es ist eine der anspruchsvollsten Landschaften hier mit dem Erzgebirge, Thüringer Wald und Bayern und so weiter. Wir können große, tolle Strecken fliegen, 300, 400, 500 Kilometer. Uns macht sehr viel Spaß auch. Die Organisation ist hier ganz, ganz toll. Die Zwickauer machen das ja schon seit vielen Jahren und wir fühlen uns sehr wohl hier. Sie stellen selber Flugzeuge her? Ja, also ich bin Eigentümer der Firma Champ Hirth und hier fliegen einige unserer Flugzeuge mit. Deswegen ist es auch sehr interessant, hier im direkten Wettbewerbsvergleich die Unterschiede der verschiedenen Flugzeuge sehen zu können. Natürlich fliegt Thilo Hollighaus ein Flugzeug aus eigener Produktion. Bringt das Vorteile? Ja, natürlich. Also ich meine, ich kenne mein Flugzeug natürlich vermutlich besser als alle anderen, kenne die Details und für mich ist natürlich dann auch immer wichtig zu sehen, wie sich das im Wettbewerbsgeschehen auswirkt und ja klar, manchmal hilft es natürlich auch ein bisschen. Am Vortag hatte es geholfen. Also gestern, den Tag habe ich gewonnen, war ich schnellster in der Rennklasse, bin jetzt auf dem 4. Gesamtplatz und habe natürlich Ambitionen, noch weiter vorzukommen. Das Feld ist aber sehr, sehr stark, also deswegen mache ich mir jetzt nicht zu viel Illusionen. Ich freue mich einfach, hier weiter fliegen zu können. Die Tagesaufgabe am Mittwoch hatte es durchaus in sich. Ja, die Aufgabe ist sehr spannend. Wir haben sehr warme Luft. Es wird erst müde Aufwinde geben, dann wird es vermutlich gegen späten Nachmittag besser werden. Ich denke, wir werden so, die Aufgabenlänge wird so zwischen 300 und 400 Kilometer sein. Wir werden gut 3 Stunden in der Luft sein. Ja, und es wird sicherlich spannend und anspruchsvoll. Segelflieger müssen taktisch vorgehen. Ja, es ist natürlich so, wir müssen das beste Wetterfenster oder den Zeitpunkt festlegen. Wir haben ja einen freien Abflug, können dann auch etwas die Strecke mit dieser heutigen speziellen Aufgabe festlegen. Wir werden erst ins Erzgebirge fliegen, machen Abstecher nach Bayern, fliegen dann in den Thüringer Wald und versuchen da natürlich einfach die besten Aufwindlinien zu finden. Ein Wettkampftag beginnt mit dem 10 Uhr Briefing. Also wir finden schon vor dem Briefing mit den Pilotensprechern, das ist eine Prozedur, wo schon festgelegt wird, schon vorgeplant wird, was für Strecken heute geflogen werden, entsprechend der Wetterprognose. Das Hauptbriefing, wo alle Teilnehmer und auch die Helfer teilnehmen, ist dann immer um 10 und dort wird die geplante Flugstrecke für den heutigen Tag dann oder für den jeweiligen Tag vorgestellt und ausgegeben. Die kriegen das auch ausgedruckt. Das wird ja alles in ihren Flugrechnern eingegeben. Das wird ja heutzutage geht ja alles nach GPS, nicht mal wie früher zu meiner Zeit. Da haben wir noch fotografiert. Es geht sehr familiär zu in Pilotenkreisen. Joachim Lenk denkt auch an die Geburtstagskinder. Ja, das gehört natürlich dazu. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Und ja, hatte ich vergessen, aber das habe ich heute alles nachgeholt. Nach dem Briefing werden Segelflieger und Schleppflugzeuge auf den Start vorbereitet.
Ja, die Flugzeuge müssen in kürzester Zeit in die Luft gebracht werden. Die bekommen eine bestimmte Tagesaufgabe, vom Wetter abhängig natürlich. Und ja, sobald die Thermik einsetzt, fangen wir an zu schleppen. Wir haben 9 Schleppflugzeuge, übrigens die leisesten, die es überhaupt gibt. Das sind Ultraleichtflugzeuge, ganz moderne, die auch diese Segler hochschleppen können. Und wir schaffen das in 1:25, dass wir die 100 Flugzeuge in der Luft bekommen. Ich bin der Thomas Levin und bin einer der Schlepppiloten. Wir schleppen hier mit einer WT-9 Dynamic. Das ist ein Flugzeug, das in der Slowakei gebaut wird. Alle haben den gleichen Typ, haben eine Motorisierung von 115 PS und sind für diese Aufgabe bestens geeignet. Was müssen die Piloten beim Schleppen beachten? Ja, das ist eine Sache, man muss eine entsprechende Lizenzierung haben. Und es ist ein Zusammenspiel zwischen Segelflugpilot und Schlepppilot, dass diesen Höhengewinn, diese ersten 600 Meter, die die ja als Initialzündung für ihren Flug brauchen, die wir geben. Also so ein bisschen wie Ballettspielen. Wir haben das alle gelernt in unseren Vereinen und führen das dann gemeinsam aus. Und so gibt das halt ein harmonisches Spiel. Ein besonders für den Laien durchaus beeindruckendes Schauspiel. Der Schlepperpilot fliegt auch Segelflugzeuge und das seit über 50 Jahren. Was ist daran so faszinierend? Dass sie die Welt immer friedlich und ruhig und aufgeräumt von oben neu erobern können und neu sehen können. Es ist einfach unglaublich schön, unsere schöne Landschaft und Erde aus der Höhe zu sehen. Für viele ist der Segelflug ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, manche denken ja, ein Segelflugzeug fliegt von alleine. Es ist genauso steuerbar wie ein Jumbojet. Das ist bei allen Flugzeugen gleich. Die Segelflieger sind natürlich am meisten mit der Natur verbunden. Wir sind abhängig von Thermik, von den warmen Aufwinden. Ohne dem können wir ja keine Strecken zurücklegen. Ohne Thermik können wir nur diese Höhe abgleiten, die wir zur Verfügung haben. Ansonsten können wir 7-8 Stunden fliegen, wenn das die Wetterlage zulässt. Es gibt einen Rekord mit über 3000 Kilometer, aber das ist in Südamerika geflogen worden. In Deutschland gibt es aber schon 1000 Kilometer Flüge, mehrere schon. Das bringt natürlich die moderne Technik mit sich. Mein eigener liegt bei 680 Kilometer. Ich arbeite da noch dran, noch eine größere Strecke zu fliegen, aber ist ein Zeitproblem. Aber Berge sind schon ein Problem? Nee, im Gegenteil. Ist natürlich schwieriger für einen Flachländer in die Alpen zu fliegen. Aber unser Mittelgebirge, das Erzgebirge, bringt gute Bedingungen. Man sieht das ja auch heute. Die meiste Wolkenentwicklung beginnt im Erzgebirge. Und dort ist natürlich auch immer, beginnt die Thermik zuerst am Tag. Am Ende des Wettkampfes wird dann richtig gefeiert, oder? Ja, wir hatten schon zur Halbzeit vergangenen Samstag so Bikefest gemacht. Piloten können natürlich nicht viel trinken, ne? Das sind alles ordentliche Menschen und müssen natürlich den nächsten Tag fliegen. Da hält sich das alles in Grenzen. Aber wir hatten eine schöne Feier mit Disco und am Freitag ist dann Abend das Abschlussessen und auch nochmal mit Disco. Und die Siegerehrung findet am Samstag früh um 10 statt. Und wann kommt die 11. Deutsche Meisterschaft nach Zwickau? Also, so weit habe ich noch nicht geplant. Ich war ja auch nicht jünger. Das lassen wir so stehen. Wir sind sicher, dass wir auch zur 11. Deutschen Segelflugmeisterschaft Joachim Lenk das Mikrofon in die Hand drücken werden.